Aloha, hey und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. Wir haben uns im letzten Part ein erfrischendes Dampfbad genommen, beziehungsweise Dampfbad ist nicht richtig, wir sind in die Sauna gegangen und haben uns auch mal auf der anderen Seite umgeschaut. Aber wir sind ja hier, um der lieben Conny da hinter uns zu helfen, deswegen machen wir uns mal auf die Suche nach der großen Schwester. Groß in Anführungszeichen. Groß sieht anders aus. Bin fertig. Darf ich mich wieder umziehen? Willkommen daher. Blauer Vorhang für Männer und rot für Frauen. Müder Reisender, Pilger des staubigen Wegs. Rastet ein Weilchen. Ich bin fertig. Ich möchte meine Klamotten wieder haben. Beehrt uns wieder. Wir werden euren Haaren wie Saat dem Regen. Was, wir werden eure Haaren? Hört auf, so zu reden. Ich will meine Klamotten wieder haben. Nach draußen gehen? Ja, wenn ich mich dann umziehen darf. Ah, offensichtlich. Gott, passt. So, aber es ist abends. Kommen wir jetzt in die Schenke? Die kleine Conny muss noch einen Moment warten. Jetzt, wo Abend ist, gibt es ja doch bestimmt Rambazamba. Guten Tag. Ja, ist schon gut gefüllt. Ich hätte gerne einen Weizen. Ein Reisender kommt, zieht durchs Land, wie ich es tat, vor so langer Zeit. Genießt die Jugend, labt euch nach Kräften daran. Schnell zieht sie vorbei. Ja, okay, aber ich hätte gern was zu trinken, bitte. Kannst du mir was? Hallo. Ich möchte... Wir werden hier ums Verrecken nicht bedient, ne? Ist der Wahnsinn. Hallo. Gut. Wir kriegen anscheinend nichts zu trinken. Tolle Wurst, ey. Aha. Das ist die Kleine, ja. Die hat wieder Beef, wie es aussieht. Aber warte mal. Moment, Conny. Ach, verdammt. Okay, never mind. Now listen, I asked you a simple question. Have you seen my sister or not? Well, what do you know? Looks like she's picking fights with grown-ups again. I wish they told me they only let complete pigheads live in this stupid town before I bothered coming here. You. Hey kid, good news. We found your sister. Why so shy? Aren't you pleased to see your big sis? She's... Huh? I don't know why you're looking so pleased with yourself. That's not my sister. I've never seen this girl before in my life. I don't have any brothers or sisters. I've lost my daddy. Oh oh. Oh oh, sind Papa verloren. Wir haben sie mit rausgenommen. Oh, aje, schnell wieder zurückbringen. Gosh, where do I start? Did you not think of, I don't know, maybe asking her who she was looking for instead of jumping to idiotic conclusions? Das Grinsen von ihr. Ich hab recht. Listen, short stuff. I'm not gonna let a little brat like you speak to me like that. I hate to point this out, but you don't have time to be standing there getting your knickers in a twist. You've got a daddy to find. Listen, I want to talk to the owner of that bar, but I can't get in there on my own. Can I come with you? Klar. Thanks. I'll never get in there otherwise. You're a lifesaver. Ja, ist mein zweiter Name. I'm Veronica, by the way. Right, let's get going, shall we? I'll look after this little one. Don't worry. You don't have to rely on these two dunderheads anymore. We'll find your daddy in no time. You'll see. Knallköpfe, du mich auch. Erst Retter in der Not, dann sind wir die zwei Knallköpfe von nebenan, oder was? Thank you. Okay.
kids these days, huh? No respect for their elders. Well, looks like we don't have much choice. Let's hit the bar. Da war ich schon. Wir werden dann nicht bedient. Das ist frustrierend. Na gut. Auf ein neues. Welcome to our inn, a safe haven in life's storm. Come and make merry. Warnings unheeded, the fish returns to the tree. What can deter her? She's with us. Do you have a problem with that? Understanding dawns. The fish has a chaperone. She is welcome here. Geht doch. Ich wusste, dass sie das macht. Sitting here, are they? Service, if you please. A fearsome young pup. Perhaps tea will soften her. A fine warming brew. That sounds lovely, but I don't have time for tea, I'm afraid. I'm looking for someone. I'll get straight to the point. There's a girl called Serena. Blonde hair, looks a lot like me. Have you seen her? Serena. Yes, now I recall. The young girl sought her sister, but left without joy. That'll be her. Did she say where she was going? Westward she wandered, sensing her sister, she said, guided by voices. Huh? Westward? Oh, the idiot must have gone to help me, and I was already back here. Oh. I was kidnapped, you see. I was in the bathhouse when some monsters attacked me. They took me off to their lair. I managed to escape. So I came back to find Serena, but it looks like now she's gone to try and rescue me. Right, you lot. You're no ordinary travelers. Anyone with eyes can see that. I don't have time to explain all the ins and outs of it right now, but I need you to help me go and find my sister. Are you in? Jawohl. I knew you wouldn't let me down. Are you leaving? I want to come with you. Sorry, you're staying put. But don't worry. I think I know where your dad might be. We'll find him for you. So be a good little girl till we get back. Anstatt dass wir erst den Vater suchen, statt das kleine Mädchen hier alleine in der Riesenstadt warten zu lassen. Nein, nein, wir suchen erst die Schwester und dann den Vater. Gute Idee. You do realize you're a little girl too, right? You sure you're gonna be able to keep up? Who do you think you're talking to? Veronica, sage of Arborea and mighty magician, can keep up with riffraff like you any day. I'm more worried about you slowing me down, if I'm completely honest. Right, let's head west, shall we? The monster's lair is a giant underground labyrinth out that way. I'm pretty sure we'll find Serena in there somewhere. The entrance is on the coast. I know exactly who you are, you know. Don't let me down. Okay, das ist ein Ticken gruselig. Woher weiß sie, wer wir sind? Ich kenn sie nicht. Und sehr sympathisch ist sie mir jetzt auch nicht gerade, aber okay. Wir sind hilfsbereit. Wir tun alles für unsere Mitmenschen, auch für so kleine Nervensägen. Ist okay. Wie sieht's denn aus? Halt. Ja, passt. Gut, dann suchen wir mal das liebe Schwesterlein.
Oh, neue Gegner. Nuggets! Kämpfst du jetzt eigentlich mit uns? Hm, sieht danach aus. Oh ja. Hat zwar nicht wirklich rein, aber... Extra Hilfe nehme ich dankend an. Wow, 3 Damage. Stichler. Mit 30 Präventivschläge gegen Feinde. Cool. Könntest du mal bitte... Entschuldigung? Hallo. Sobald ich das jetzt wegmache... Ich wollte gerade sagen, kommt der nächste Fight. I'm out. See ya. Ich weiß immer noch nicht, wie ich an diese Kiste da rankomme. Huh. Aber ich habe sie mir aufgeschrieben, ja. Ich habe mir so eine Backtracking-Liste gemacht. Alle Sachen, wo wir nicht rankommen oder was ich noch nicht machen kann. Holen wir alles nach. Ushiyama. Alles klar. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Okay, das da hinten hatten wir letztes Mal schon aufgehoben. Das hier nehmen wir auch noch mit. Zack. Dumm Eisenerz. Kupfererz, Eisenerz. Cool, Eisenerz brauchen wir für die eine Quest, die wir haben. Sehr schön. Ach halt, gegen den will ich. Da. Der wollte letztes Mal nicht runterkommen. Den kämpfe ich gerne. Oh, geblockt. Genau, greif die Kleine an. Amba. Klong. Tschüss. Veronica wins again. Veronica wins, ja. Mit deinen 2,5 Schaden pro Hit oder was? Das glaubt. Da können wir nicht runter. So, einen Kreis gelaufen. Wunderbar. Oh, neue Gegner. Pferd lassen wir mal da stehen. Frage ich mich auch, wie die anderen da mitkommen wollen, wenn wir uns das Pferd holen. Aber erstmal bist du dran. Klong. Wow, ein Damage. Sie wird immer stärker. Boah. Muss das sein? Tschüss. Easy peasy. Lemon squeezy. Kryptische Krypta und Kontrollpunkt. Wir müssen erstmal hier lang. Aber, wenn wir eh schon mal hier sind, können wir uns einmal voll heilen. Bis zum Tagesanbruch. Und dann gucken wir mal, ob wir den Goldring schon schmieden könnten für unsere Quest. Zack. Oh. Gegenstände schmieden. Haben wir eigentlich noch irgendwas Neues? Waffen? Nö, Messer auch nicht. Glaube nicht, ne? Rüstungen? Nein. Nö. Oh, doch. Oh. Moment, steht da zweimal Rüstung? Ah, ne. Ein Bronzeharnisch. Für den lieben Triptcher. Seht ihr? Gut, dass wir nicht einkaufen waren. Wieder 500 Gold gespart. Einfach mal so. Ein heißer Stein, 2 Flachsgarn, 3 Kupfererz. Haben wir alles? Schmieden wir.
schade. Fast vor perfekt. Das ist knapp. Das wollte ich nicht. Ich wollte eins drüber. Nein. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist maximal plus eins. Eie, ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Nicht mal plus eins. What? Okay. Gegenstände umarbeiten. Bronze Harnisch. Oh, das können wir aber besser. Das ist auch nur plus eins, ne? Ah, das ist schwierig. Come on, die plus 2 kriegen wir aber hin. Ein Versuch noch. Komm schon. Do it. Das wird nichts. Ah, Mann! Oh. Gut, bleiben wir bei plus eins. Schade. Gut, Zubehör. Ringe, ein Goldring mit zwei Golderz. Machen wir. Könnte aber der gute Erik auch gebrauchen. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Golderz, dass wir nochmal was schmieden können. Aber erstmal für die Quest. Mindestens plus eins, hat er gesagt, ne? Das dürfte plus eins sein. Jawohl, Goldring plus 1. Nice, haben wir. Und zwei Perlen haben wir auch noch gekriegt. Das heißt, wir geben den Ganzen noch einen Try. Ich will da ein plus 2 draus kriegen. Oh nein, ich schmied eine neue. Stopp. Abbruch, Abbruch. Ich kann die abbrechen. Mist. Jetzt schmied ich noch eine, das wollte ich gar nicht. Oh. Alles klar. Die ist für den Müll. Die ist komplett für den Müll. Minus eins. Okay, never mind. Ja, ich wollte eigentlich umarbeiten. Unsere plus einer. So, come on. Last try. So, wie machen wir das jetzt? Reicht nicht. Das wird nicht reichen. Oh, never mind.
Jawohl, let's go. Haben wir. Sehr schön. Okay, dann verkaufe ich das andere einfach. Ist ja, ist egal. Tüchtiger Tüftler für die Herstellung von 10 Gegenständen mit der pfiffigen Schmiede. Und eifriger Ehrensammler für den Erhalt von mindestens 10 Ehrungen. I know. So, Ausrüstung. Nein, Moment. So. Da. Bronzeharnisch plus 2. Für den guten Trieb. Tja, anlegen. Dafür kann dann der Schuppenpanzer in den Beutel. So, dann speichern wir noch einmal kurz. Da. Obwohl, wir können es direkt verkaufen. Wenn er eh schon da ist, nehmen wir den Schrott hier mal los. Einmal Bronzeharnisch und den Schuppenpanzer kannst du auch haben. So, dann speichern wir. Ja, ich möchte es fortsetzen. Aber nicht in diesem Part. Das war's schon wieder, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag, haut rein und bis zum nächsten Mal.